sowie Zusatzpunkt 4. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel für eine europäische Grundwerteinitiative sowie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel für wehrhafte Demokratien in Europa, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in den Mitgliedsländern der EU stärken und Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Journalisten stützen, Pressefreiheit gewährleisten. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Wenn Sie bitte, soweit Sie an der Aussprache zu Tagesordnungspunkt C einschließlich Zusatzpunkt 4 teilnehmen wollen, wieder Platz nehmen. Soweit Sie nicht teilnehmen wollen, sorgen Sie dafür, dass wir die Debatte geordnet führen können. Aber nehmen Sie jedenfalls Platz. Ich kann die Aussprache erst eröffnen, wenn die Verhältnisse im Plenarsaal so sind, dass wir die Aussprache geordnet führen können. Also nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Und diese Werte sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam. Es ist kein Zufall, dass diese Zeilen gleich am Beginn des Vertrages über die Europäische Union stehen. Letztlich deshalb, weil sie den Kern des vereinten Europas ausmachen. Und deshalb reicht es nicht, sich eben nur rhetorisch zu diesen Werten zu bekennen. Diese Werte müssen gelebt werden, sie müssen täglich angewendet werden. Und dort, wo das nicht der Fall ist, muss dem in aller Form widersprochen werden. Leider erleben wir, dass weltweit, eben aber auch in Teilen Europas, was der Economist treffend als die Pandemie der Machtergreifungen bezeichnet hat. Alle Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-Pandemie, sie müssen rechtsstaatlich sein, das heißt geeignet, verhältnismäßig und vorübergehend. Wer dagegen die Pandemie als Deckmantel nutzt, um rechtsstaatliche Prinzipien dauerhaft auszuhebeln, der sollte damit nicht ungeschoren davonkommen. Und Widerspruch, meine sehr verehrten Damen und Herren, verdienen auch die, die zurzeit versuchen, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das ausdrücklich den Vorrang europäischen Rechtes vor nationalem Recht anerkannt hat, für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und deshalb sage ich das noch mal ganz deutlich. Das Bundesverfassungsgericht hat den Vorrang europäischen Rechtes nicht in Abrede gestellt, sondern den Grundsatz bestätigt. Und auch der Vorwurf der Kläger, die Ankaufprogramme der EZB in der Finanzkrise seien monetäre Staatsfinanzierung gewesen, hat das Bundesverfassungsgericht klar widerlegt. Und damit stärkt es sogar die EZB in der Corona-Krise, und alle anderen Interpretationen führen in die Irre. Meine Damen und Herren, eine Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, das kann und das wird die Europäische Union nicht zulassen. Und Defizite, die es unbestreitbar gibt, die werden auch eine der Prioritäten in unserer Ratspräsidentschaft sein, die in wenigen Wochen beginnt. Wir werden die Kommission und das Europäische Parlament in den Artikel 7-Verfahren unterstützen, die sie mit Blick auf Polen und Ungarn eingeleitet haben. Und auch Vertragsverletzungsverfahren dürfen kein Tabu sein, wenn es um den Schutz europäischer Grundwerte und damit auch der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien geht. Und schließlich wird die Bundesregierung sich auch dafür einsetzen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig stärker an die Erfüllung rechtsstaatlicher Grundsätze geknüpft wird. Und das wird auch bei den anstehenden Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen eine wichtige Rolle spielen. Wer sich den rechtsstaatlichen Prinzipien der EU, auf die wir uns alle verpflichtet haben, in eklatanter und dauerhafter Weise entzieht, der muss damit rechnen, dass er es auch finanziell zu spüren bekommt. Meine
Damen und Herren, wir wissen aber gleichzeitig auch, dass diese Korrektiv- und Sanktionsinstrumente uns nicht immer ans Ziel bringen. Zumal, das ist ja ein Problem, sie erst dann greifen, wenn es in einzelnen Mitgliedstaaten bereits zu klaren Verletzungen dieser Grundwerte gekommen ist. Und was wir deshalb schaffen wollen, und zwar in unserer Ratspräsidentschaft, ist ein präventives Instrument, das einen offenen und konstruktiven Dialog über Rechtsstaatlichkeit möglich macht, und zwar in einer Art und Weise, wie es ihn bisher noch nicht gegeben hat. Und dafür wollen wir in unserer Ratspräsidentschaft einen Mechanismus in Gang setzen, bei dem sich alle Teilnehmer gegenseitig einer Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit unterziehen. Und die Grundlage dafür wird der erste jährliche Bericht der Kommission über Rechtsstaatlichkeit in der EU sein, der im September erscheinen soll. Wir werden ihn zudem zum Anlass für regelmäßige, offene und auch kritische Diskussionen im Rat nehmen, sowohl eine Aussprache zu gesamteuropäischen Entwicklungen als auch zu Länderkapiteln. Das ist ein Novum, aber das ist notwendig. Und deshalb, meine Damen und Herren, die Botschaft dabei ist klar: Rechtsstaatlichkeit ist und darf auch vor allen Dingen keine Nebensache sein, nicht nur ein nice to have, sondern sie ist die Garantie der Garantien und das Fundament der europäischen Rechtsgemeinschaft. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache mir keine Illusionen, diese Neuerungen werden nicht überall auf Gegenliebe stoßen, das sind sie auch jetzt schon nicht. Deshalb appelliere ich an die Bereitschaft all unserer Partner in Europa, und die überragende Mehrheit der Partner und Mitgliedstaaten der Europäischen Union trägt diese Initiative mit, bei der wir voneinander lernen, um so die Rechtsstaatlichkeit in all unseren Ländern zu stärken. Kurz gesagt, wir sollten die Rechtsstaatlichkeit wieder zu dem machen, was sie eigentlich sein sollte, etwas, was Europa nicht spaltet, sondern alle Europäer verbindet. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Corinna Miatzka, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren des Kollegiums! Jetzt befassen wir uns hier zum zweiten Mal mit den Anträgen von den Grünen und der FDP zum Thema Grundwerte in der EU. Aber ich fürchte, der Mehrwert dieser Diskussion bleibt übersichtlich. Ich habe mich in meiner letzten Rede schon stark auf den Antrag der Grünen fokussiert, mit ihren Ideen zur Schaffung einer sogenannten Rechtsstaatskommission, was im Grunde nichts anderes ist als die Etablierung einer Rechtsaufsicht auf EU-Ebene zur Überwachung der Politik der EU-Mitgliedstaaten, für welche es in den europäischen Verträgen keine Rechtsgrundlage gibt. Und das ist auch gut so. Artikel 7 EUV birgt zudem mehr als ausreichend Möglichkeiten für die Sanktionierung von Verstößen gegen die Werte des Artikel 2, freilich in einem rechtsstaatlich höchst bedenklichen Verfahren. Auch wenn die FDP es in ihrem Antrag anders formuliert, Sie beide, Grüne und FDP, wollen unterm Strich dasselbe, die Überwachung der EU-Mitgliedstaaten und neuer Instrumente zur Bestrafung eben dieser. Und genau hier liegt der Hund begraben bei der Diskussion über die Werte. Lassen Sie uns doch mal über Werte reden, wie bestimmt diese sind, wie weitgehend verbindlich im Sinne eines Rechtsprinzips und vor allem, wer sich eigentlich alles in der Europäischen Union selbst nicht dran hält. Fangen wir mit der EU selbst an. Vielleicht sollte diese selbst zuerst demokratisch werden. Denken Sie allein an das Prinzip One Man, One Vote, bevor Sie sich um die Demokratiedefizite in den Mitgliedstaaten kümmert. Die EU ist nämlich nicht demokratisch, und das ist seit ihrer Gründung immanent. Ihr sogenanntes Parlament legitimiert nicht, und der EuGH hat nicht einmal Spurenelemente demokratischer Legitimation, obwohl ein Verfassungsgericht im höchsten Maße demokratisch legitimiert sein muss. Denn jedes Land entsendet einen Richter, der nur von seinem eigenen Staat legitimiert ist, soll aber entscheiden über Rechtsfragen, die alle Mitgliedstaaten betreffen. Und das ist absurd. Und die aktuelle Groteske um den EuGH ist das angedachte Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen des EZB-Urteils unseres Bundesverfassungsgerichts. Ich sage es Ihnen noch einmal
einmal klar und deutlich, das letzte Wort in Sachen des Rechts zu haben, ist Kern der Souveränität eines Volkes. Und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt endlich im Rahmen der europäischen Integration zum ersten Mal in Anspruch genommen. Und jetzt soll ein Vertragsverletzungsverfahren angestrengt werden. Souveränität und Selbstbestimmungsrecht sind die Grundpfeiler des Völkerrechts. Davon scheint der EuGH keinen blassen Schimmer zu haben. Und die Tatsache, dass er sich öffentlich über das Urteil aus Deutschland beschwert, spricht Bände. Es ist höchste Zeit, sich diesem Spruchkörper zu entziehen, denn es ist unfassbar, was hier vorgeht. Und Sie führen hier das große Wort über die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und lassen Sie uns doch auch mal über Deutschland reden und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Die Gesetzlichkeit der Verwaltung ist Wesensgehalt der Rechtsstaatlichkeit. Und was passiert in Deutschland seit 2015? Die Regierung hält sich nicht mehr an unsere Gesetze und verletzt seither nicht nur Dublin III, sondern auch unser Grundgesetz jeden Tag mit dem Durchwinken von illegalen Migranten. Und wenn es nach den Grünen geht, dann ist Ihnen das ja noch nicht gut genug. Es darf ja immer noch ein bisschen mehr sein. Und Sie von der FDP haben in der Asylkrise ja auch als Opposition, als Service-Opposition versagt. Wen wollen Sie hier eigentlich für dumm verkaufen? Denn eines sage ich Ihnen, die Interpretation des Wortes Solidarität aus Artikel 2, die Solidarität, die Sie immer so gern heraufbeschwören, das ist eben nicht die Finanzierung von fremden Staaten durch das Geld unserer Steuerzahler. Das ist Sozialismus und das ist demokratiewidrig. Und diesen Sozialismus interpretieren Sie ständig in jeden dieser Werte aus den europäischen Verträgen hinein. Das ist egalitärer Moralismus. Und wenn Moralismus die Rechtsstaatlichkeit überlagert, kommen wir vom Weg ab und laufen in einen Unrechtsstaat. Solidarisch in diesem Sinne. Gegenwärtig ist sowieso nur eine Partei, das ist die SPD mit ihrem ausrangierten Personal, unsere Selbstversorgungspartei Deutschland. Ständig wird dieses Land, vor allem die Bundeswehr, mit untauglichen Leuten bestückt, mit dem Qualitätsausweis zu nichts in der Lage, aber zu allem fähig. Sie beide, Ihre beiden Fraktionen verurteilen den Umgang der ungarischen Regierung mit den Oppositionsparteien. Und was machen Sie denn alle hier jeden Tag? Wollen wir zählen, wie viele Anläufe wir in diesem Hohen Hause in den letzten 2,5 Jahren hatten, damit wir als Fraktion zu unseren Rechten kommen? Sie blockieren bis heute unseren Kandidaten für das Amt des Bundestagspräsidenten, Vizepräsidenten und zahlreiche Gremien. Und Sie wagen es tatsächlich, hier den Mund aufzumachen und über die Fehler unserer europäischen Nachbarn zu schimpfen. Was für ein seltsames Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben Sie. Sie wollen doch nur von Ihren eigenen Fehlern ablenken, Sie Pharisäer. Und dann kommen Sie von der FDP noch mit dem zweiten Antrag her zur Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Also ich sage es Ihnen, wenn Journalisten körperlich attackiert werden, dann ist das selbstverständlich zu verurteilen. Und darüber hinaus ist die Staatsanwaltschaft zuständig, denn das ist kriminell. Und wir von der AfD können nun wirklich ein Lied von Attacken von Linksextremisten reden. Mehr als Sie alle zusammen. Was wir ganz sicher nicht brauchen, ist ausgerechnet ein Vorschlag der FDP, wie man den demokratischen Diskurs schützt durch teure Werbekampagnen. Wenn Sie sich wahrhaftig für Meinungsfreiheit einsetzen wollen, dann leben Sie diesen Wert doch einfach durch einen angemessenen Umgang mit uns von der AfD und hören Sie auf, uns auszugrenzen. Sie sind es doch selbst, die gerade Ihrem Parteikollegen Kemmerich empfohlen haben, aus der FDP auszutreten, weil er auf der falschen Demo war und sich nicht ausreichend von der AfD distanziert. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Gunter Griechbaum, CDU/CSU. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zurück zum Thema und zur Sachlichkeit. Es ist sehr gut, dass wir uns heute mit den Themen Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union auseinandersetzen. Das Bekenntnis aller Mitgliedstaaten hierzu müsste eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit sein. Schließlich verlangen wir dies vor dem Beitritt in die EU, nicht zuletzt in den Kopenhagener Kriterien. Und damit ist ein jeder Staat in der EU auch ein Vorbild gegenüber den Staaten, die erst den Beitritt in die EU begehren. Der Webfehler unserer europäischen Verträge liegt aber darin, dass wir nie davon ausgegangen waren, dass ein Staat nach seinem Beitritt exakt die Prinzipien infrage stellt, die für den Beitritt erst verantwortlich sind und waren.
Das erklärt, warum der Instrumentenkasten in unseren Verträgen so leer ist. Es gibt das sogenannte Artikel 7-Verfahren, das auf einen Stimmrechtsentzug hinausläuft. Das heißt, der entsprechende Staat sitzt vorn nur noch am Katzentisch. Aber das Problem liegt bei der erforderlichen Einstimmigkeit bei der Feststellung einer Verletzung. Und damit sind die Hürden sehr hoch und das Verfahren sehr sperrig. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit sogenannter Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, aber das war es dann auch schon. Fakt ist aber, dass die Grundwerte, das Fundament, und das haben Sie, Herr Außenminister Maas, schon angesprochen, unseres vertrauensvollen Zusammenlebens in der Europäischen Union sind. Es geht um Frieden, um Freiheit, um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität. Gerade die Rechtsstaatlichkeit setzt Gewaltenteilung voraus zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Checks and Balances, der Respekt der Gewalten voreinander und untereinander. Genau diese scheint in manchen Ländern aber unter die Räder zu geraten. In Polen beispielsweise. Hier ist die Unabhängigkeit der Justiz nicht mehr gewährleistet, wenn das Verfassungsgericht nur noch mit regierungstreuen Richtern besetzt ist. In Ungarn beispielsweise, wenn, wie kürzlich geschehen, der Premierminister sich alle Vollmachten geben lässt, unter dem Label sozusagen der Corona-Pandemiebekämpfung, aber das Ganze dann unbegrenzt, unlimitiert und dazu hin noch garniert mit einem Gesetz, das unter Strafe stellt, wer Falschnachrichten verbreitet oder die Bevölkerung durch schlechte Nachrichten beunruhigt. Das ist ein Damoklesschwert für alle Journalisten, aber natürlich auch für die Opposition. In Malta beispielsweise, dort wurde 2017 die Journalistin Caruana Galizia durch ein Bombenattentat ermordet. Im November 2019 wurde dann bekannt, dass die Täter 150.000 Euro aus Regierungskreisen erhielten. In der Slowakei beispielsweise, dort wurde am 21. Februar 2018 Jan Kuciak ermordet. Er recherchierte über Verfilzungen zwischen Politik und Geschäftemachern. Beispielsweise lange Zeit in Rumänien, wo eine mittlerweile abgewählte Regierung in Korruptionsvorwürfen erstickte. Hunderttausende, vorwiegend junge Menschen, demonstrierten auf den Straßen und in den Straßen, so im Übrigen auch in der Slowakei. Das ist ermutigend und wäre vielleicht ohne eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union gar nicht möglich gewesen. Aber genau das reicht nicht aus. Europa braucht hier stärkere Einwirkungsmöglichkeiten, bessere Instrumente, stärkere Hebel. Um es vorneweg klar zu sagen, dabei handelt es sich nicht um die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Im Gegenteil, vielmehr geht es um die Garantie von Grundrechten und Grundwerten. Denn die Menschen sind nicht nur Bürger des betroffenen Staates, sie sind auch Bürger der Europäischen Union. Deshalb muss die Kommission einschreiten und auch einschreiten können. Andernfalls werden die Bürger um die Früchte einer EU-Zugehörigkeit gebracht, aber auch um das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Im Europaausschuss haben wir das Thema Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit immer wieder aufgegriffen und diskutiert. Zuletzt, auch noch vor Corona, in Brüssel mit dem zuständigen Justizkommissar Didier Reynders. Dabei habe ich nochmals unterstrichen, wie wichtig es ist, zukünftige Mittelzuweisungen aus dem Haushalt und damit aus dem mehrjährigen Finanzrahmen an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Das muss eine Conditio sine qua non werden. Zu den Anträgen. Es sind gute Ansätze, aber die Anträge sind anderthalb Jahre alt. Vom 29. Januar 2019 datiert beispielsweise der Antrag der FDP. Es wäre deswegen angezeigt gewesen, diese Anträge zu überarbeiten, zu aktualisieren. Die Rolle, die bei der Begleitung des ganzen Prozesses im Übrigen unsere Stiftungen übernehmen können, die politischen Stiftungen, habe ich in den Anträgen nicht entdecken können. Gerade der Antrag der FDP beleuchtet aber mir die Rolle der Medien viel zu kurz. Da heißt es, ferne brachte das Europäische Parlament seine Bedenken, insbesondere angesichts der Entwicklungen in den Bereichen öffentlicher Medien, zum Ausdruck. Das ist mir zu wenig.
Überhaupt das Europäische Parlament. Diese findet 15 Mal Erwähnung in Ihrem Antrag der FDP, sogar das Open House zweimal. Guido Westerwelle kein einziges Mal. Er war es aber, der am 22.04.2013 erstmals zusammen mit seinem damaligen Kollegen Frans Timmermans aus den Niederlanden sowie seinen Kollegen aus Dänemark und Finnland die Rechtsstaatsinitiative überhaupt aus der Taufe hob. Er hätte in Ihrem Antrag eine Erwähnung verdient gehabt. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am gestrigen Tag ist in Ungarn ein Mitglied der liberalen Oppositionspartei Momentum verhaftet worden. Und die Rechtsgrundlage für diese Verhaftung war eines der neuen Corona-Gesetze der Regierung Orbán, mit denen angeblich gegen Fake News gekämpft werden soll. Tatsächlich hatte das Mitglied der liberalen Oppositionspartei Momentum nichts anderes getan, als eine gesundheitspolitische Maßnahme der Regierung zu kritisieren. Und das zeigt, dass dieses Gesetz in Ungarn sich einreiht in eine ganz bedrohliche Tendenz, die wir in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union schon seit einiger Zeit beobachten können. Ob die Justizreform in Polen, die Wahlrechtsreform in Polen, die Beschneidung der Oppositionsrechte in Ungarn, die Beschneidung der Pressefreiheit in Ungarn, es droht, dass in der Corona-Krise diese Tendenz noch zunimmt. Und deswegen ist es richtig, dass wir im Deutschen Bundestag hier ein Zeichen setzen mit dieser Debatte für eine europäische Grundwerteinitiative und auch für einen Rettungsschirm, der nicht nur die Wirtschaft umfasst, sondern auch den Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber warum muss eigentlich das Parlament eines Mitgliedstaats sich mit den Entscheidungen der Parlamente anderer Mitgliedstaaten auseinandersetzen? Ist es nicht die souveräne Entscheidung des polnischen und des ungarischen Parlaments, zu entscheiden, was es möchte und entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen? Haben wir nichts Wichtigeres zu tun in der Corona-Krise, als uns mit Polen und mit Ungarn zu beschäftigen? Natürlich sind auch andere Fragen von Relevanz. Aber wer so argumentiert, der verkennt völlig, dass die Europäische Union eine Rechts- und Wertegemeinschaft ist, dass Verträge innerhalb der Europäischen Union abgeschlossen worden sind, mit denen Demokratie und Rechtsstaat für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. Und wenn die Grundrechte von polnischen und ungarischen Bürgerinnen und Bürgern beschnitten werden, dann werden nicht nur deren Grundrechte beschnitten, sondern dann werden gleichermaßen die Grundrechte europäischer Bürgerinnen und Bürger beschnitten. Und deswegen müssen wir hier darüber sprechen, dass das auch eine Frage der Grundwerte unserer gemeinsamen Europäischen Union ist. Denn der Rechtsstaat, er umfasst als eine gemeinsame Vereinbarung die Werte der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Werte der Grundrechtecharta. Darauf haben wir uns verständigt. Er umfasst den Wert Demokratie. Und das heißt gerade mit Blick auf das Thema Viktor Orbán und Herrn Kaczynski, dass aus einer Minderheit in Polen und in Ungarn auch wieder eine Mehrheit werden kann. Und wer das verhindern will, der verübt einen Anschlag auf die europäische Demokratie. Und deswegen müssen wir uns auch an die Seite der mutigen Zivilgesellschaft in Polen und in Ungarn stellen, die ein Zeichen setzen ihrerseits gegen diese Tendenzen des Autoritarismus mitten in der Europäischen Union. Nun ist es so, meine Damen und Herren, dass sowohl der Antrag der Grünen als auch der Antrag der Freien Demokraten einige ganz konkrete Vorschläge machen, über die wir hier miteinander diskutieren wollen. Ich will Ihnen vier ganz besonders ans Herz legen. Als allererstes wäre es ein großer Segen, wenn die Unionsfraktion und wenn die CDU in Europa sich endlich dafür einsetzen würde, ihren Parteifreund Viktor Orbán endlich aus der EVP zu schmeißen. Es ist längst überfällig, dass ein solcher Schritt erfolgt. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, dass dieser Typ immer noch von Ihnen als Parteifreund akzeptiert wird. Und es gibt ja konservative Regierungschefs und Parteichefs, die das längst auf den Weg bringen. Ich habe da die Unterschrift von Frau Kamm-Karrenbauer vermisst und hoffe, dass diejenigen, die sich jetzt bewerben, um den CDU-Parteivorsitz da auch mal sagen können, wo sie stehen. Wir sollten, meine Damen und Herren, als zweiten Schritt darüber diskutieren, wie wir die bestehenden Verfahren, die es gibt, Vorabentscheidungen, die jetzt in der Frage der polnischen Justizreform eine besondere Rolle gespielt haben, Fragen des Vertragsverletzungsverfahrens, Fragen des Artikel 7-Verfahrens, wie wir das effizienter gestalten können. Und gerade mit Blick auf die Vertragsverletzungsverfahren schlagen wir vor, dass man das zusammenbinden kann zu systemischen Vertragsverletzungsverfahren, um den dahinterliegenden Wertungen auf die Spur zu kommen. Und, meine Damen und Herren, ein Punkt ist auch schon genannt worden. Wir wollen auch, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft einen besonderen Fokus auf das Thema EU-Rechtsstaatlichkeit
legt und sich dafür einsetzt, dass im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens eine Kopplung stattfindet an den Rechtsstaat. Wer europäische Werte mit Füßen tritt, der darf nicht auch noch mit europäischen finanziellen Mitteln nach Hause gehen. Und deswegen muss das auch ein Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass die Urnen zur namentlichen Abstimmung noch geöffnet sind. Wir haben noch 4 Minuten zur Abstimmung. Ich bitte um ein Zeichen, falls sich eine Kollegin und ein Kollege gehindert sieht, an der Abstimmung teilzunehmen. Dann können wir das auch noch mal verlängern. Aber nach meiner Beobachtung geht das jetzt nach der Verlegung der Okay, also dann bitte ich um ein Zeichen der Rednerinnen und Redner, ob sie schon abgestimmt haben, und bitte dann aber nach ihrem Beitrag das auch unverzüglich vorzunehmen. Das Wort hat in jedem Fall jetzt der Kollege André Hunko für die Fraktion Die Linke. Also ich stimme nach der Rede. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Von allen Gesetzen, die im Zuge der Corona-Krise in den einzelnen Staaten verabschiedet wurde, ist das ungarische Notstandsgesetz mit Abstand das repressivste. Es ist unbefristet, das Parlament ist entmachtet und nur die Regierung, nur Orbán selbst, kann dieses Gesetz wieder aufheben. Und ich denke, wir müssen sehr deutlich diesen Weg, diesen Missbrauch der Pandemie verurteilen. Und es ist schon angesprochen worden, in den letzten Tagen sind in Ungarn diverse Menschen verhaftet worden. Sie haben Besuch zu Hause bekommen von der Polizei, weil sie verstoßen haben, angeblich gegen ein sogenanntes Fake News Gesetz, Fehlinformationsgesetz, weil sie auf Facebook irgendeine kritische Bemerkung gemacht haben. Zum Beispiel der Kollege in der Stadt Gila, der geschrieben hat, dass es ein Problem ist, dass sehr viel pflegebedürftige Menschen aus den Krankenhäusern entlassen worden sind, um sozusagen dann Menschen, die Corona haben, möglicherweise dort aufzunehmen. Und dieser Umgang ist eindeutig inakzeptabel, und das will ich noch mal ganz klar sagen. Aber ich, und natürlich muss darauf reagiert werden, aber ich will das noch mal sehr deutlich sagen. Es ist die Partei Orbáns, die gemeinsam hier mit der CDU-CSU im Europäischen Parlament sitzt. Und es war die CDU-CSU und die EVP, die verhindert hat, dass im Europarat ein Monitoringverfahren gegen Ungarn eingeleitet wird. Und das ist wirklich ein bisschen eine Doppelmoral. Es ist ein politisches Problem. Man muss sich trennen von der Fidesz-Partei und dann nicht sozusagen nur darauf orientieren, dass es neue Sanktionsinstrumente gibt. Aber eins will ich auch sagen. Die AfD, die hier sitzt und sie sich hier als Grundrechtepartei aufspielt gegenwärtig in Deutschland, für sie ist ja Orbán das Vorbild. Und das ist ja wirklich eine unerträgliche Doppelmoral. Dort ist das schlimmste Gesetz, und hier tun Sie so, als ob Sie Grundrechtepartei sind. Also diese Doppelmoral ist unerträglich. Wir diskutieren hier über die Anträge von, FDP und Grünen. Nach meiner Auffassung sind die Instrumente, die da vorgeschlagen worden sind, problematisch. Sie sind juristisch problematisch, sagt jedenfalls der juristische Dienst des Europäischen Rates, und sie sind politisch problematisch. Deswegen können wir denen nicht zustimmen. Ich begrüße, dass wenigstens im Antrag der FDP der Beitritt der EU zur EMRK, zur Europäischen Menschenrechtskonvention, gefordert wird. Und ich bitte die Bundesregierung, den Außenminister Heiko Maas, Sie haben jetzt den Ratsvorsitz für die Europäische Union im zweiten Halbjahr und ab November den Ratsvorsitz im Europarat, dass wenigstens dieser Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention umgesetzt wird. Das wäre doch jetzt auch eine Aufgabe, die man sich stellen könnte. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Franziska Brandner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Corona-Krise ist für vieles in unseren Gesellschaften ein Test, aber sie ist eben auch ein Test für die Demokratie. Und die Corona-Krise ist auch ein Wettbewerb zwischen autoritären Regimen, populistischen Regierungschefs und auf der anderen Seite Demokratien. Und wir als Demokraten, wir müssen beweisen, dass wir besser durch diese Regierung, durch diese Krise kommen als die autoritären Staaten, als jene, die Grundrechte abschaffen wollen, wie es Orbán gerade tut. Und es ist richtig, dass wir überall massive Einschränkungen der Grundrechte haben, auch bei uns. Das ist ja nicht abstreitbar. Und es ist die Pflicht der Regierung, alles dafür zu tun, damit diese Grundrechtseinschränkungen so schnell wie möglich auch wieder aufgehoben werden können. Die ersten Schritte wurden ja auch schon getan. Aber es ist eben ein riesiger Unterschied, ob man in dieser Krise Parlamentsrechte beschneidet, ob sich Parlamente de facto selber unbefristet entmachten, ob es weiterhin die Kontrolle der Regierung gibt, ob die Maßnahmen zeitlich begrenzt sind, ob sie verhältnismäßig sind und ob in dieser Krise Oppositionspolitiker verhaftet werden, wie das eben jetzt in Ungarn bei Momentum gerade der Fall ist. Und das sind die Unterschiede, die ausmachen, ob wir am Ende als Demokratien aus dieser Krise hervorgehen oder eben Grundrechte abgeschaffen haben. Und diese Tendenzen, diese Kräfte, die antidemokratischen, antiliberalen Kräfte, die sind ja nicht neu. Die gab es vor Corona und die werden jetzt aber leider in dieser Krise gestärkt. Und sie zeigen nur noch deutlicher, dass wir einen stärkeren Rechtsstaatsmechanismus innerhalb der Europäischen Union brauchen. Und deswegen sind unsere Anträge nicht hinfällig, sondern sie sind umso nötiger, dass wir endlich solche Verfahren in der Europäischen Union einführen können. Und wir als Grüne schlagen eine europäische Rechtsstaatskommission vor. Der Vorschlag ist, dass alle Länder der Europäischen Union einmal im Jahr wirklich gecheckt werden, ob sie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einhalten. Alle Länder, damit nicht immer wieder der Vorwurf kommt, nur auf die Kleinen, nur auf den Osten, sondern es geht an alle. Und die Idee ist, dass diese Rechtsstaatskommission besetzt ist mit unabhängigen Verfassungsexpertinnen und Experten, die die nationalen Parlamente ernennen, zusammen mit dem Europäischen Parlament. Dass wir auch eine Grundlage haben, eine Legitimation über die nationalen Parlamente. Das erscheint mir wichtig, damit Herr Orbán nicht sagen kann, das sind hier nur Technokraten aus Brüssel. Dieser Mechanismus würde dann auch Empfehlungen machen für Sanktionen. Da schlagen wir auch finanzielle Sanktionen vor. Wie der Kollege Kuhle richtig gesagt hat, es kann ja wohl nicht sein, dass jede, die Demokratie abschaffen, dann auch noch mit unserem Steuergeld ihre Klientelpolitik finanzieren. Das muss dringend ein Ende haben. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass es nicht Sinn macht, die Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Landes zu bestrafen. Was haben wir denn davon, wenn der ungarische Student aus Budapest nicht mehr in Tübingen oder in Stuttgart oder in Köln oder wo auch immer studieren kann? Ist ja nicht in unserem Interesse. Deswegen ist unser Vorschlag zu sagen, wir entziehen dem Herrn Orbán die Vergabemacht über die Gelder und eine unabhängige Stelle kann die Gelder weiter verteilen. Das wäre für uns ein wesentlich gangbarer Weg, als einfach zu sagen, Ungarn an sich kriegt keine Gelder mehr. Dann hat man ja nur den Effekt, dass die Ungarn sich zusammen gegen die Europäische Union lehnen, anstatt sich gegen jene aufzurichten, die auch verantwortlich dafür sind, dass die Gelder dann eben limitiert sind. Und Herr Maas, Sie haben vorhin ja gesprochen von Ihrer Ratspräsidentschaft und der Rolle. Bei dem nächsten mehrjährigen Haushalt brauchen wir eine effektive Konditionalisierung für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und der Kompromiss, den Herr Michel vorgeschlagen hatte im Februar, der sah leider vor, dass man eine qualifizierte Mehrheit braucht, um den Rechtsstaatsmechanismus auszulösen. Das ist nicht der eigentliche Vorschlag von Didier Reynders. Der hatte nämlich vorgesehen, dass es eine qualifizierte Mehrheit braucht, um es aufzuhalten. Und das ist ein massiver Unterschied. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir dem Michel-Vorschlag nicht zustimmen sollten und dass Sie, Herr Maas, bitte nur einem mehrjährigen Finanzrahmen zustimmen, wenn er den Didier Reynders-Vorschlag enthält und einen effektiven Rechtsstaatsmechanismus und keinen Papiertiger. Und
Wir wollten heute eigentlich hier auch den Antrag zu dem Grundrecht auf Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit in der EU dazustellen. Es ist schade, dass die Große Koalition verhindert hat, dass dieser Antrag hier heute als Teil der Grundrechtedebatte diskutiert wird. Es ist nämlich ein Grundrecht von EU-Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich in dieser Europäischen Union frei bewegen können. Und ich bin ja froh, dass jetzt endlich die Grenzschließungen, die wir ja überall massiv hatten, aufgehoben werden. Aber bei den Kontrollen gibt es noch Einschränkungen, die nicht mehr zu erklären sind, mit Blick auf die Definition von Familie, dass es immer noch auch 2 Monate später nur an dem Trauschein festgemacht wird. Das ist einfach 19. Jahrhundert und nicht 21. Und wenn Sie dann sagen, es kommt irgendwann als Glaubhaftmachung, ganz ehrlich, die armen Bundespolizisten, die vor Ort entscheiden müssen, ob das jetzt eine Beziehung ist oder nicht, ja, die tun mir leid. Ich finde es unverantwortlich, den Bundespolizisten diese Entscheidung aufzudrücken. Da braucht es andere Wege. Da können Sie den Weg gehen, dass Sie eine eidesstattliche Erklärung machen, von mir aus mit hohen Strafen, wenn es am Ende nicht stimmt. Wir schieben gerade Tausende von Euros rüber auf Grundlage von eidesstattlicher Erklärung. Das wäre ein wesentlich sauberer Weg. Der würde nicht die Bundespolizisten eigentlich überfordern. Das ist, finde ich, kein gangbarer Weg, den Sie da vorhaben. Sie haben ja noch Zeit. Ändern Sie es, damit wenigstens der letzte Monat nicht mehr diese Beeinträchtigung für die Familien hat. Machen Sie was draus. Ich danke Ihnen. Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 9b. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgeben konnte? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Johannes Schraps für die SPD-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt viele Themen, die mit Beginn der Corona-Situation in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich in den Hintergrund getreten sind. Alles, was nicht direkt mit Corona zu tun hatte, ist im Prinzip vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Bei manchen Themen war das gar nicht so schlimm. Manch wichtiges Thema, wie die Grundrente oder auch die Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln, muss sich erst mühsam in die öffentliche Debatte zurückkämpfen. Es gibt aber auch Themen, die waren vorher schon wichtig und deren Bedeutung ist uns in den letzten Wochen, das ist auch bei einigen Vorrednern schon deutlich geworden, gerade mit Blick auf die Corona-Notstandsmaßnahmen einiger nationaler Regierungen in Europa noch einmal besonders deutlich vor Augen geführt worden. Und dazu gehört ganz eindeutig das Thema Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, das sind die Grundlagen für alle staatlichen Handlungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das gilt in normalen Zeiten. Und das gilt, das haben die letzten Wochen gezeigt, in Krisenzeiten ganz besonders. Die NGO Freedom House beschäftigt sich bereits seit den 1970er Jahren mit dem Grad der Demokratieentwicklung und der Pressefreiheit in den Ländern der Erde und hat sich mit ihren jährlichen Berichten einen Namen gemacht. Und Freedom House hat in der vergangenen Woche ihren Nations in Transit Bericht vorgelegt. Und diesem Bericht zufolge ist Ungarn nicht mehr als Demokratie zu bezeichnen, und Polen auf dem besten Weg dorthin. Und gleichzeitig betont der Bericht, dass die Institutionen der Europäischen Union nicht genug gegen diese Entwicklung tun. Ehrlicherweise, beide Thesen kommen für uns nicht wirklich überraschend. Und das ist das eigentlich Erschreckende daran. Denn sie drücken aus, was wir alle sehen und was mit den Corona-Notstandsmaßnahmen nur noch deutlicher geworden ist. Schließlich haben die Regierungen in Budapest und Warschau in den vergangenen Jahren und Monaten zahlreiche Entscheidungen getroffen, die mit Rechtsstaatlichkeitskriterien aus unserer Sicht schwer vereinbar sind. Und die Diskussionen, wie wir nun damit umgehen sollen, die werden auch schon seit vielen Jahren geführt, mit wenig Ergebnissen. Denn politisch gibt es in der Europäischen Union immer wieder Stimmen, die eine konkrete Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit verhindern, trotz zahlreicher Vorschläge. Und meist waren deshalb die Urteile des Europäischen Gerichtshofs der stärkste Gegenpol gegen die Aushöhlung rechtsstaatlicher Entwicklungen. Das muss dieser Tage ganz offensichtlich noch mal besonders erwähnt werden. Den richtigen politischen Pfad,
Den hat uns Europastaatsminister Michael Roth im vergangenen Jahr zusammen mit seinem belgischen Außen- und Europaministerkollegen Didier Reynders aufgezeigt. Und Reynders ist ja nun als EU-Kommissar auch für diese Thematik zuständig. Das von den beiden vorgeschlagene Periodic Peer Review of the Rule of Law ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil es damit eine Intensivierung des Rechtsstaatsdialogs zwischen den EU-Mitgliedstaaten geben wird, mit gegenseitiger Überprüfung und mit gemeinsamen Definitionen. Und dabei geht es nicht um Bestrafung oder um Sanktionen. Es geht um Diskussionen auf Augenhöhe und um die gemeinsame Suche nach Lösungen. Doch nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht es weitere Schritte. Schritte, mit denen wir nicht nur den Dialog, sondern endlich auch klare Regeln auf europäischer Ebene etablieren. Und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, das ist angesprochen worden, im zweiten Halbjahr, die sollten wir deshalb unbedingt für Fortschritte nutzen. Das können wir tun, indem wir beispielsweise dafür sorgen, dass die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien eindeutig im neuen mehrjährigen Finanzrahmen verankert wird. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass unser Außenminister Heiko Maas sich hier auch gerade ganz deutlich dazu bekannt hat. Und die Bundesregierung mit der Kanzlerin an der Spitze muss sich aber bei den Verhandlungen auf europäischer Ebene deutlich dafür einsetzen, dass mit dem nächsten europäischen Finanzrahmen ab 2021 EU-Mittel in substanziellem Maße einbehalten werden, wenn Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten vorliegen. So sieht das übrigens ja auch der Vorschlag von ehemaligen Haushaltskommissar Günther Oettinger vor. Ob uns also Corona für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen endgültig die Augen geöffnet hat, das können wir während unserer deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr zeigen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie es mich sehr deutlich sagen, diese Anträge der FDP und der Grünen zu Grundwerten und Grundrechten in der Europäischen Union sind nichts anderes als ein Misstrauensvotum gegen unsere Nachbarländer und ein Misstrauensvotum gegen die Demokratie. Sie beobachten, dass unsere Nachbarländer, dass dort die Bürger demokratisch zur Wahl gehen, Parteien wählen, deren Meinung sie nicht teilen und deren Vertreter dann Beschlüsse fassen, die sie nicht gut finden. Und weil ich sage das jetzt mal sehr salopp, für Sie offensichtlich die Leute in unseren europäischen Nachbarländern zu doof zum Wählen sind, fordern Sie EU-Sanktionen gegen die Länder, die nicht spuren, so wie Sie sich das einbilden. Und bei den Grünen, da wollen Sie dann eben die entsprechenden Mitgliedsländer finanziell austrocknen, nicht wahr? Und wollen das Geld lieber willfährigen NGOs zuteilwerden lassen. Die FDP will lieber den Europäischen Gerichtshof, der sich jetzt schon als Master of the Universe aufspielt, allgegenwärtig machen und allmächtig machen und außerdem Länder, die Ihnen nicht passen, vom Stimmrecht ausnehmen. Dieser Ideologieimperialismus ist nicht nur despektierlich, er ist auch gefährlich, denn er legt die Axt an die Grundfeste unserer Demokratie, und das ist die nationale Souveränität. Und vor allem, und das werfe ich Ihnen wirklich vor, ist es ignorant. Sie geschwächen nämlich damit auch die Institution, die wirklich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigt, und das ist der Europarat. Von Island bis Aserbaidschan bis zur Russischen Föderation werden dort Evaluationen vorgenommen. Es gibt Debatten, es gibt entsprechende Berichte, und wenn Ihre Vertreter in der Parlamentarischen Versammlung, insbesondere die von der FDP, diese Versammlung nicht ständig schwänzen würden, dann wüssten Sie das auch. Dann wüssten Sie, dass es der Europarat war und nicht die Europäische Union, die Macron dazu verurteilt hat, weil er letztendlich mit Gummigeschossen auf Gelbwesten-Demonstranten geschossen hat, dass das nicht in Ordnung war. Dann wüssten Sie, dass es der Omtsicht-Bericht war, der den maltesischen Präsidenten, den Premier Muscat, zum Sturz gebracht hat wegen des Mordes an Daphne Caruana Galizia. Dann wüssten Sie das alles. Es bringt überhaupt nichts, diesen Europarat zu schwächen mit Parallel-Pseudo-Institutionen, die Sie hier im Begriff sind, aufzuziehen. Und wenn Sie wirklich die europäische Demokratie und die Demokratien in Europa schätzen, dann wäre es ein Beginn, diese Demokratien so zu stärken und sich nicht ständig despektierlich über unsere Mitgliedsländer zu äußern. Vielen herzlichen Dank. Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Graf Lambsdorff das Wort.
Präsidentin, ich will einfach nicht unwidersprochen hier stehen lassen, dass die Mitglieder meiner Fraktion die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats nicht wahrnehmen würden. Hinter mir sitzt der Kollege Kuhle. Der ist da regelmäßig und ist übrigens auch Berichterstatter für das interessante Thema russische Einmischung in Wahlprozesse in anderen Mitgliedstaaten des Europarats. Interessanterweise sitzen die Kollegen der AfD ja ganz nah mit unseren russischen Kollegen dort zusammen unter der Führung eines Herrn Kalaschnikow. Also vielleicht kann der Kleinwächter diese Behauptung zurücknehmen und erklären, was er mit Herrn Kalaschnikow im Europarat so tut. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Geehrter Herr Lambsdorff, also da merkt man mal wieder, dass Sie nicht mitbekommen, was in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats läuft, weil nämlich die Russen nicht Mitglied der ECDA-Fraktion sind, deren Mitglied wir sind. Die Russen sind dort nicht Mitglied. Also ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass ich irgendwas mit Herrn Kalaschnikow zu tun habe, aber das zeigt eben, dass der Herr Kuhle, den Sie gerade erwähnt haben, den ich übrigens im Kulturausschuss schon mehrfach vertreten musste, weil er eben immer abwesend ist, eben auch nicht besonders aufpasst, was dort passiert. Also bevor Sie sich hinstellen und die AfD angreifen, weil sie angeblich nicht die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in diesem Gremium verteidigt, was ich für außerordentlich wichtig halte und was meine Fraktion für außerordentlich wichtig hält. Studieren Sie lieber mal die Drucksache, die eindeutig aufzeigt, dass die AfD-Mitglieder die aktivsten Mitglieder der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats sind. Das Wort hat der Kollege Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch eine schöne Sache an diesem Tag, dass wir uns jetzt nach diesen schlechten Schauspielnummern der AfD wieder dem Ernst der Lage zuwenden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich finde, wenn wir uns diese Debatte und die Anträge anschauen, dann muss man auch mal etwas lobend sagen. Es ist auch gut, dass es in der Opposition im Deutschen Bundestag noch Fraktionen gibt, die ordentlich und konstruktiv mitarbeiten. Und ich will sogar ohne große Pointe sagen, FDP und Grüne haben hier schon deutlich schlechtere Anträge vorgelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, gleichzeitig ist es aber so, dass die Debatte auch eines sehr, sehr deutlich zeigt. Wir reden immer alle viel und oft und häufig über die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Wir reden aber viel zu selten darüber, was dieser Rechtsstaatlichkeitsbegriff eigentlich meint oder was er nicht meint. Ich will sagen, es ist eine zentrale Herausforderung, dass wir einen unionsrechtlichen Rechtsstaatlichkeitsbegriff näher elaborieren. Und ich will sagen, der Rechtsstaat ist zuallererst kein Schönwetterthema, sondern er ist gerade auch jetzt ein Krisenthema. Der Rechtsstaat ist kein abstraktes Thema, sondern er ist immer ein für die Lebenswelt ganz konkretes Thema. Aber der Rechtsstaat ist eben auch kein politisches Wünsch-dir-was. Und deswegen sollten wir vermeiden, den Rechtsstaat als einen politischen Begriff zu verwenden. Und ich sage das insbesondere auf dem Hintergrund der Diskussionen über die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rolle der EZB, die natürlich für verschiedene Diskussionen gesorgt hat. Der Außenminister hat darauf hingewiesen. Und diese Sorge habe ich in zweierlei Gestalt. Einerseits, wie EU-Skeptiker dieses Urteil interpretieren. Ich meine, Frau Miazka, dieser Auftritt, den Sie hier hingelegt haben, das genügt in allem Ernst in keiner Hinsicht den fachlichen Ansprüchen, die man an ein Mitglied des Deutschen Bundestages stellen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Herr Kleinwächter, wenn Sie davon reden, ja, Demokratie und Rechtsstaat, wir fänden es schlimm, es wäre übergriffig auf die Demokratie in den Mitgliedstaaten über den Rechtsstaat zu reden. Da kann ich Ihnen nur sagen, Augen auf bei der Frage der Auseinandersetzung mit Geschichte, denn gerade Sie sollten doch wissen, dass Demokratie nicht immer gleich auch Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Das haben wir in Deutschland schmerzlich gelernt und eine demokratische Wahl führt noch nicht zu rechtsstaatlichen Inhalten und deswegen müssen wir dort differenzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig will ich aber auch sagen, ich habe etwas Sorge über die Interpretation der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung durch große EU-Befürworter. Denn manche hat es interpretiert, die Karlsruher Entscheidung sei ein Angriff auf die Unionsrechte gewesen. Oder man hat gesagt, es würde dazu führen, dass falsche Freunde sich darüber freuen würden. Polen, Ungarn, die AfD vielleicht. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten diskutieren, dann müssen wir sagen, was falsche Freunde denken, ist ein politisches Argument, aber nicht zuallererst ein rechtsstaatliches Argument. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen, auf dem Hintergrund,
dass natürlich die Mitgliedstaaten der wesentliche Träger des Staatenverbunds Europäische Union sind, muss für uns auch klar sein. Die nationalen Verfassungsgerichte haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, das Handeln ihrer mitgliedstaatlichen Organe in der Europäischen Union zu kontrollieren, die Übertragung von Hoheitsrechten zu kontrollieren. Und deswegen sage ich, wir müssen in dieser Situation sagen, die Ultra Vires-Kontrolle und die Identitätskontrolle, wie sie das Bundesverfassungsgericht vornimmt, das ist kein Angriff auf die rechtsstaatliche Ordnung der Europäischen Union, sondern das sichert die rechtsstaatliche Ordnung in der Europäischen Union ab, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darauf sollten wir hinweisen. Und im Übrigen will ich sagen, Kollege Amthor, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Sarrazin? Gerne. Herr Kollege Amthor, Sie haben gerade gesagt, dass in der Frage der Interpretation des Verfassungsgerichtsurteils die politischen Folgewirkungen irrelevant seien. Jetzt sind wir Grüne sehr große Freunde des Verfassungsgerichts und akzeptieren sowieso auch alle Entscheidungen und haben ja auch schon vor Gericht unsere Parlamentsrechte in Europafragen einmal durchgesetzt. Dennoch möchte ich sagen, das Verfassungsgericht Deutschlands hat sich in der Vergangenheit explizit besorgt gezeigt über die Entmachtung der unabhängigen Justiz in Polen und hat das mit Briefen nach Polen auch belegt. Und ich finde, dass man von denselben Richtern auch erwarten kann, dass sie in ihre Entscheidungen einberechnen, wie die Reaktion von den Architekten der polnischen Justizreform sein würde auf dieses Urteil, die nämlich ihre Linie bestätigt sehen, dass der EuGH keine Prüfungskompetenz darüber hätte, ob das Richterdisziplinierungsgesetz, das die PiS verabschiedet hat, überhaupt Geltung haben kann oder nicht. Und ich denke, dass wir, ohne das Gericht zu kritisieren, unserem Verfassungsgericht schon zumuten können, diese Folgewirkungen auch bei seinem Agieren, gerade vor dem Hintergrund seiner überwältigenden Relevanz für uns, auch für Europa, mit einzubeziehen. Sehen Sie das nicht auch so? Herr Kollege Sarrazin, ich will Ihnen ausdrücklich sagen, natürlich, ich habe nie gesagt, dass dieses Urteil nicht ohne politische Relevanz wäre. Aber wir sollten sehen, welche Orte zur Diskussion von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wo sind. Der Ort der politischen Debatte ist der Deutsche Bundestag. Der Gerichtssaal in Karlsruhe ist der Ort der Erörterung von Verfassungsrecht. Und auf diesem Hintergrund finde ich die Karlsruher Entscheidung überzeugend und konsequent. Und ich sehe sie eher noch als Aufforderung an uns, das, was Sie gesagt haben, noch selbstbewusster zu tun, nämlich unserer Mitwirkung im europäischen Diskurs auch über Rechtsstaatlichkeit nachzukommen. Und deswegen ist die Karlsruher Entscheidung aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden, aber sie ist auch ein Appell an uns für politische Mitwirkung. Und ich will deutlich sagen, in der Art und Weise und in der Tonlage, wie mancher das Bundesverfassungsgericht kritisiert hat, sollten wir alle vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt für die Rechtsstaatlichkeit in Europa größere Gefahren als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in der Frage, wie wir mit diesen Gefahren umgehen, das habe ich gesagt, haben die Anträge der Grünen und der FDP gute und konstruktive Vorschläge gemacht. Einen permanenten Peer-Review-Mechanismus, die Idee der Venedig-Kommission, also ein Expertengremium, auch zu übertragen auf den Diskurs des europäischen Verfassungsrechts, auf eine europäische Institution, das finde ich sinnvoll. Und deswegen ist es auch richtig, Herr Minister Maas, dass wir darauf hingewiesen haben, dass natürlich auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft dieses Thema eine große und herausragende Rolle spielen sollte. Und genau in dem Geiste der Europapolitik, wie wir sie betreiben sollten, ist es auch unsere Verantwortung als Parlament, diese neuen funktionierenden Rechtsstaatsmechanismen einzufordern. Und da stehen wir auch an der Spitze der Bewegung. Das wird uns als Parlament weiter beschäftigen. Und wir werden dafür arbeiten, in einem klugen Prozess, in dem die verschiedenen Interpreten des Verfassungsrechts, des Rechtsstaates gefordert sind, sich einzubringen. Und genau das bringen wir als Regierungskoalition voran. Und das ist unsere Aufgabe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Hacker das Wort. Sehr
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu den grundlegenden Werten unseres Grundgesetzes gehören die Freiheitsrechte, die Meinungsfreiheit, die Gewissensfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Kunstfreiheit, die Religionsfreiheit, aber eben auch und vor allem die Informations- und Pressefreiheit. Auch die Europäische Union gründet sich auf genau diese Freiheitsrechte, wie schmerzlich für jeden Einzelnen die Einschränkung dieser Freiheiten sind, erleben wir seit Wochen. Umso mehr ist es unsere Aufgabe, die Freiheit jeden Tag neu zu verteidigen und neu zu erkämpfen. In der Welt, aber auch in Europa erleben wir, dass die Presse- und Informationsfreiheit und dadurch die Meinungsfreiheit beeinträchtigt werden. Durch Monopolisierung und Gleichschaltung der Medien nutzen Regierungen und anderen ihre Macht, um Meinungen zu beeinflussen und Informationen zu filtern. Immer wieder werden Journalisten bedroht, angegriffen oder ermordet. Das sind keine beschämenden Einzelfälle. Sie sind fast alltäglich in Europa. Und Gunda Griechbaum hat ja auf die gravierendsten Fälle hingewiesen. Dabei müssen wir nicht nur nach Ungarn, Malta und die Slowakei schauen, um unseren Kontinent als ein gefährliches Schlachtfeld für die Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung zu erleben, wie die Plattform für den Schutz des Journalismus des Europarats erst kürzlich feststellte. Die letzten Tage haben uns ganz klar gezeigt, auch in unserem Land ist die freie Ausübung des Journalistenberufs keine Selbstverständlichkeit. 1. Mai 2020. Ein ZDF-Team der Heute Show wird nach einem Dreh von einer Gruppe von 25 vermummten Personen angegriffen. Wieder 1. Mai, wieder Berlin. Eine Journalistin wird bei einer Demonstration ins Gesicht geschlagen. Sie verliert mehrere Zähne. Ermittelt wird gegen einen Polizisten. 6. Mai, erneut Berlin. Vor diesem Hohen Haus, vor dem Deutschen Bundestag, wird ein Team der ARD während einer Corona-Demonstration attackiert. Die Polizei kann gerade noch Schlimmeres verhindern. 9. Mai, diesmal in Dortmund, ein WDR-Journalist wird von mutmaßlich Rechtsextremen beschimpft. Man schlägt ihm die Kamera aus der Hand. Meine Damen und Herren, wenn Medienvertreter zu freiwillig erklärt werden, wenn Berichterstattung nur noch mit Personenschutz möglich ist und Sender aus Angst vor Angriffen überhaupt nichts mehr berichten, dann ist das ein fundamentaler Angriff auf unsere demokratische Grundordnung. Gemäß einer aktuellen Studie sind 60% der befragten Journalisten in den vergangenen 12 Monaten Opfer von Drohungen und Angriffen gewesen. Nur wenige Journalisten thematisieren diese Vorfälle, um keine zusätzlichen Angriffsflächen zu bieten oder dieser widerlichen Gewalt zu ihrer Wirkung zu verhelfen. Es ist unsere Aufgabe, diese Angriffe auf Journalisten zu verurteilen. Wir müssen vor allem auch die Bedeutung der Journalisten für unsere Freiheit und die Funktionsweise unserer Demokratie sichtbar machen und uns immer wieder dazu bekennen. Unser großer Dank geht an die Journalistinnen und Journalisten, Pressevertreter und Medienteams, die sich jeden Tag unerschrocken für die freie Meinung einsetzen. Erst Ihre Arbeit schafft den Raum für Meinungsvielfalt. Sie sind der Garant für unsere Demokratie. Jeder Angriff auf Sie ist ein Angriff auf unsere Freiheit. Jeder Angriff auf Sie ist ein Angriff auf uns alle. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Dieter Dehm für die Fraktion Die Linke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dem Kollegen Amthor dankbar, dass er die Venedig-Kommission als erste, eine hoch anerkannte, von 61 Staaten getragene Kommission, erwähnt hat. Es ist nicht alles immer nur die EU-Kommission. Und da stehen sowohl der Antrag der FDP als auch der Grünen auf rechtlich nicht sehr festem Boden, wenn auch die Grundintention sehr überzeugend dargelegt ist und Kollege Kuhle von uns auch geteilt wird. Aber das Rechtsgutachten des Juristischen Dienstes des Rates sagt nun einmal, dass hier sachlich spezifisch die Kompetenzen überschritten würden, wenn mit Haushaltssanktionen darauf geantwortet wird. Und ich denke, wir sollten nicht dafür sorgen, dass die Arroganz von Orbán und die Arroganz von Kaczynski, die ja geradezu nach dem Motto haltet den Dieb, die Arroganz von EU-Eliten und dann die Rechtsüberschreitung, das doppelte Maß
dann zitieren wollen für Ihre Erzählung gegen zivilisierte Werte, dass die hier Vorschub bekommen. Aus diesem Grund sind wir bei dem Antrag der Grünen sehr skeptisch. Bei dem Antrag der FDP ist sympathisch, dass er den Beitritt zur Menschenrechtskonvention möchte. Deswegen enthalten wir uns hier. Aber ich will noch mal ganz deutlich sagen, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht bedienen, was die Rechten in Europa wollen. Sie kämpfen längst nicht mehr gegen Europa, sie kämpfen um Europa. Und zwar um ihre rechten Werte. Eine Rechtsverschiebung der Werte. Das ist das, was von rechts, von Orban, von AfD, von Kaczynski gewollt wird. Und was die AfD damit meint, hat sie ja hinlänglich an diesem Pult oft gesagt. Verständnis für Steuerhinterzieher, Verständnis für... Ja, natürlich, natürlich. Hier hat doch Ihr Kollege gestanden im Dezember 2017 und hat gesagt, er hat Verständnis für die armen Superreichen, die bei den Panama-Papieren in den Briefkästen ihr Geld erlegen. Das ist schäbig. Das hat doch mit europäischen Rechten, mit Solidarität und sozialstaatlich nichts zu tun. Das ist hier so gesagt worden. Das zeige ich Ihnen sehr, sehr gerne und zeige es vor allen Dingen auch den Medien. Sie haben hier für Steuerhinterziehung gegen den Sozialstaat Stellung bezogen. Das sind Ihre Werte. So wollen Sie mit den Menschen umgehen. Was wir wollen, ist, dass in Europa beim Streiten um demokratische Werte Gewerkschaften, die sogenannten kleinen Leute, prekär Beschäftigte, in Insolvenz geratene mitgenommen werden. Ohne ihre Überzeugung ist der Kampf für Demokratie nicht zu gewinnen, aber niemals mit den Werten von rechts, sondern immer mit den Werten, die im Zentrum dessen stehen, was französische Revolution, andere Revolutionen in Europa begründet haben. Sozialstaat, Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Demokratie. Das zusammengedacht, das sind die Werte, für die wir die Menschen mitnehmen und gewinnen können. Dankeschön. Das Wort hat Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Europatag, den wir vor wenigen Augenblicken begangen haben, weist auf zwei historische Ereignisse. Auf den 9. Mai mit der Schuman-Erklärung und der Initialzündung für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Aber er verweist auch auf den 5. Mai. Auf den 5. Mai 1950 und damit auf die Proklamierung der Europäischen Menschenrechtskonvention und die Gründung des Europarats. Und damit muss man sagen, dass beide Ereignisse zu den Gründungspfeilern Europas gehören. Zum einen die wirtschaftliche Integration, die Überwindung von Handels- und Zollhemmnissen auf der einen Seite, aber auch von Anfang an, aber in einer anderen Organisation, die Geltung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Und das lehrt uns heute, dass Europa nur aus diesen beiden Pfeilern gesehen und gelesen werden kann. Und das bedeutet auch, dass für die Europäische Union, die über die Frage der wirtschaftlichen Integration natürlich eine wesentlich höhere Bedeutung und Integrationstiefe hat mittlerweile, die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Menschenrechte eine ganz zentrale Rolle spielen muss. Und deswegen ist es richtig, dass wir auf diese Umstände in den europäischen Verträgen besonders hinweisen, die eine europäische Grundrechtsinitiative einfordern und die sagen, eine Europäische Union kann und darf ohne Rechtsstaatlichkeit nicht existieren. Und das bedeutet, dass wir alle Initiativen stärken müssen, die Rechtsstaatlichkeit nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten stärken und unterstreichen müssen. Eine Europäische Union, die auf europäischer Ebene Rechtsstaatlichkeit einfordert, aber sie nicht gewillt ist, auch einzufordern auf mitgliedstaatlicher Ebene,
versagt bei diesem wichtigen Punkt. Deswegen ist Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene untrennbar miteinander verbunden. Und da gibt es Sorgenfalten, die wir haben. In einigen europäischen Staaten sind autoritäre Tendenzen auf dem Vormarsch. Nicht mit einem großen Knall oder mit lauter Musik, sondern schleichend. Durch eine Änderung des Justizsystems, durch Änderungen beim Wahlrecht, durch Änderungen der Medienverfassung auf nationalstaatlicher Ebene. Und da müssen wir deutlich sagen und auch deutlich machen, dass jemand, der Mitglied der Europäischen Union ist, der hat sich an diesen Grundkonsens von Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu halten. Es steht nicht zur nationalen Disposition, sondern das sind europäische Werte, die wir stets einfordern müssen. Und darauf brauchen wir eine klare europäische Antwort. Und in den Verträgen ist angelegt das sogenannte Artikel 7-Verfahren, das bei groben Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit das Stimmrecht im Rat entzogen werden kann. Aber das muss einstimmig passieren. Und es ist eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Und das macht dieses Instrumentarium in der Praxis so schwerfällig. Deswegen brauchen wir weitere Instrumente, weitere Methoden der Achtsamkeit, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf europäischer Ebene einzufordern. Und es ist sicherlich nicht unanständig, dass bei der Frage der Verteilung europäischer Mittel der Respekt von rechtsstaatlichen Normen und die demokratische Verfasstheit auf alle Fälle Berücksichtigung finden muss. Und deswegen ist unsere Forderung, dass die Koppelung von europäischen Mitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards im kommenden mehrjährigen Finanzrahmen wesentlich deutlicher zum Ausdruck kommen muss. Und wir wollen auch, dass es eine stärkere Beobachtung der Frage der Rechtsstaatlichkeit gibt. Und hier komme ich wieder zum Anfang zurück, nämlich zur Verzahnung von Europäischer Union und Europarat. Die WD-Kommission des Europarats ist eine hoch anerkannte Kommission, die die Frage der Rechtsstaatlichkeit klar und deutlich beurteilen kann. Lassen Sie uns doch in dem Zusammenhang die Rolle der Venedig-Kommission stärken. Machen wir alles, dass die Europäische Union, auch wie es in den Verträgen angelegt ist, der Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt des Europarats, sodass sich da insgesamt in Europa, sowohl im Raum der Europäischen Union, aber auch im Raum des Europarats, grundlegende Regeln von Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit abbilden und wir sie einhalten, weil das ist, was die Gründungsväter von Europa wollten, nämlich einen Raum Frieden, Freiheit, aber auch des Rechts. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Axel Schäfer für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen vor der deutschen Ratspräsidentschaft. Es ist richtig, dass FDP und Bündnis 90 Die Grüne hier Anträge vorlegen. Und ich appelliere auch an unsere Bundesregierung, in ihrem Programm Essentials davon mit für die Diskussion aufzunehmen. Vor allen Dingen, weil ich daran erinnere, dass bei der deutschen Ratspräsidentschaft 1999 Gerhard Schröder, Joschka Fischer eine zentrale Grundrechteinitiative erfolgreich bereits ergriffen worden ist mit der Grundrechtecharta. Und damals haben Rot-Grün einen prominenten CDU-Politiker, den ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten und Staatsoberhaupt Roman Herzog, als deutschen Vertreter in diesen Konvent geschickt. Auf dieser Basis sollten wir in diesem Parlament die Diskussion mit und zwischen Union, Grünen, FDP, Linken und SPD auch führen, zu einem gemeinsamen Ergebnis nach unserem europäischen Verständnis, dass das eine zentrale Aufgabe deutschen Anliegens ist, die europäische Einigung. Und deshalb wird es auch wichtig sein, dass in dieser Ratspräsidentschaft
die Konferenz der Zukunft Europas vorangebracht wird. Da werden wir viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern von der Kommission, vom Rat treffen. Und genau diese Themen, dass wir eben Werte und Rechtsgemeinschaft sind, voranbringen. Aber wir tun das ja immer auch auf einem Hintergrund. Und wir tun es aktuell bezogen auf eine Debatte. Und in diese Debatte sollte und muss sich der Bundestag einmischen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai, ausgerechnet am Gründungstag des Europarates, hat deutlich gemacht, dass eine Diskussion notwendig ist, weil es Unterschiede gibt. Der Deutsche Bundestag ist in seiner großen Mehrheit für Europa. Ja zu Europa, deshalb gehen wir weiter. Das Bundesverfassungsgericht ist in seiner großen Mehrheit der Auffassung, ja für Europa, aber wir haben Einwände. Und ich sage das nicht aus Interpretation dieses Urteils alleine. Ich war seit 2002 bei 6 Verfahren in Karlsruhe. Ich habe die Diskussionen alle miterlebt und die Entscheidungen, die da auch getroffen worden sind. Und ich sage Ihnen hier ganz offen, 2 Entscheidungen gegen europäische Institutionen haben mich sehr geschmerzt, und deshalb müssen wir sie diskutieren. Die eine war gegen das Europäische Parlament und jetzt die andere gegen die Europäische Zentralbank und den Europäischen Gerichtshof. Die Haltung des Bundestages aus meiner Sicht, Europa, ja, deshalb, sollte konkret bedeuten, deshalb unabdingbar ein europäisches Parlament, deshalb untadelig ein europäischer Gerichtshof und deshalb unabhängig eine europäische Zentralbank. Und dass wir als Deutsche da ganz praktische Erfahrungen mitgemacht haben, muss man daran erinnern. Es hätte die Geschwindigkeit in der deutschen Einheit, in der Wiedervereinigung innerhalb der EU niemals gegeben, wenn das Europäische Parlament nicht außergewöhnlich gearbeitet hätte, um das zügig und nicht in einem langjährigen Beitrittsverfahren zu machen. Und wir hätten auch diese Rechtsgemeinschaft niemals durch, wir hätten niemals es geschafft, diese Gemeinschaft zusammenzuhalten durch einen starken Rechtsrahmen. Und vor allen Dingen, wir hätten diese Währung niemals erhalten durch eine europäische Zentralbank, whatever it takes. Sie können sich an die Krise erinnern. Und deshalb wird es für uns darauf ankommen, noch mal deutlich zu machen, es ist nicht Tucholsky, wo Sie vielleicht denken, die Nation ist das 8. Sakrament. Gott segne diesen Kontinent. Nein, es ist unser Grundgesetz, was heißt, dass wir Deutsche gleichberechtigt in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen wollen. So sollten wir es halten. Das Wort hat Dr. Christoph Ploss für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei dieser Debatte, aber auch bei vielen anderen europapolitischen Debatten hier im Deutschen Bundestag, da ist eines ganz deutlich geworden, nämlich dass wir bei den großen Themen noch stärker europäisch zusammenarbeiten und kooperieren müssen. Da kann man zum Beispiel die Klimaschutzpolitik nennen, da kann man die Außen- und Sicherheitspolitik nennen, da kann man auch die Entwicklungspolitik nennen. Und dass wir dafür europäische Grundwerte haben und mit diesen europäischen Grundwerten uns auch in weltpolitisch relevante Debatten einbringen müssen, wenn wir das Ganze nicht autoritären Regimen überlassen wollen, aber natürlich auch innerhalb Europas unsere Debatten auf wichtigen Grundwerten führen müssen. Und, meine Damen und Herren, wenn man sich das auch geschichtlich anschaut, ist die Europäische Union und ein geeintes Europa eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Toleranz, die Menschenwürde oder die Menschenwürde in den Mittelpunkt zu rücken, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die haben über Kommunismus, die haben über Nationalsozialismus triumphiert, dafür gesorgt, dass wir in Freiheit leben können und dass wir überall in Europa mehr oder weniger Staaten haben, die in Wohlstand leben können und prosperierende Perspektiven haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese europäischen Grundwerte weiter stärken. Hätten wir uns hier vor 10, 15 Jahren in einer Debatte getroffen, dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt,
Wir müssen diese europäischen Grundwerte vor allem nach außen verteidigen, gegen autoritäre oder diktatorische Staaten wie China, wie Russland oder vielleicht andere Staaten in dieser Welt. Aber das Ganze hat sich mittlerweile geändert. Es ist nach wie vor wichtig, dass wir unsere Werte nach außen verteidigen, vielleicht wichtiger denn je. Aber das haben auch viele Debatten sogar hier im Deutschen Bundestag deutlich gemacht. Wir müssen unsere europäischen Grundwerte auch nach innen verteidigen. Und das kann man hier an einigen Debatten sehen. Wir haben Vertreter der Linkspartei, die mit Diktator in Venezuela flirten und diesen auch noch unterstützen wollen und das auch offen bei ihren Parteitagen zeigen. Wir haben Vertreter der AfD, die die russischen Völkerrechtsbrüche gutheißen, die sich teilweise mit Vertretern Assads treffen. Und all das kann niemand tolerieren, der eine Politik auf europäischen Grundwerten möchte. Meine Damen und Herren, deswegen wird das so wichtig sein, hier auch Initiativen aus dem Deutschen Bundestag herauszubringen. Aber wenn man sich in Europa umschaut, sieht es teilweise noch viel gravierender aus. Auf Polen und Ungarn wurde ja in dieser Debatte auch vor allem verwiesen. Da wird teilweise die Gerichtsbarkeit ausgehöhlt, demokratische Grundsätze scheinen nicht mehr zu gelten. In Ungarn wird das Parlament faktisch entmachtet. Und all das können wir nicht hinnehmen, wenn wir ein starkes Europa haben wollen in Zukunft und vor allem, wenn wir unsere europäischen Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft auch in andere Teile der Welt exportieren wollen. Und, meine Damen und Herren, deswegen bin ich auch den Kollegen von FDP und Grünen durchaus dankbar, dass Sie hier mit Initiativen das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und einige Punkte, die Sie benennen, die sind auch richtig. Sie werden uns als CDU-CSU-Fraktion immer an Ihrer Seite haben, wenn es Einsatz für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, für Toleranz und so weiter geht. Aber wir werden am Ende Ungarn und Polen oder andere Staaten, die demokratische Prinzipien aushöhlen wollen, nicht dazu bringen, wenn wir zum Beispiel die Verträge ändern oder wenn wir auf Einstimmigkeit setzen, so wie Sie das teilweise mit Ihren Anträgen vorhaben. Denn es liegt ja fast in der Natur der Sache, dass diese Staaten selber nicht zustimmen werden. Und deswegen mag das Ganze schön und gut klingen, auch was zum Beispiel die Grünen mit NGOs vorhaben oder mit internationalen Organisationen, die zu stärken und darüber auch Pressefreiheit zu fördern. Aber da stellt sich zum Beispiel dann auch die Frage, nach welchen Kriterien sollen diese internationalen Organisationen denn unterstützt werden. All das ist vage und offen und kann auch schnell missbraucht werden. Und deswegen ist ein Ansatz viel besser, nämlich nachdem der mehrjährige Finanzrahmen verabschiedet worden ist, hoffentlich so schnell wie möglich, und der EU-Haushalt steht, die Vergabe der Mittel an rechtsstaatliche Kriterien zu knüpfen und diese dann über das Mehrheitsprinzip zum Beispiel im Rat zu ermöglichen. Da brauchen wir nicht Einstimmigkeit. Das wird ein Ansatz sein, der auch im besten Sinne des Wortes Druck auf Länder wie Polen und Ungarn ausübt. Und diesen Weg sollten wir gehen. Das ist auch der Weg, den viele Vertreter der CDU/CSU schon vorgeschlagen haben. Das werden wir im Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU noch weiter forcieren. Denn die Europäische Union, die ist als Rechtsgemeinschaft gegründet worden. Das soll sie auch bleiben und nicht als Selbstbedienungsladen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache und erteile dem Abgeordneten Dr. Dieter Dehm das Wort zur Erklärung zur Aussprache nach § 30 unserer Geschäftsordnung. Ja, meine Damen und Herren, als ich eben gesprochen habe, kam aus den Reihen der AfD der Zuruf Lügner, als ich gesagt habe, dass die AfD der Steuerhinterziehung das Wort redet. Ich bezog mich in meiner Aussage auf die Diskussion am 13. Dezember 2018 und auf die Rede von Leif-Erik Holm, Klammer auf AfD, Klammer zu, und zitiere aus dem Protokoll. Nachdem unsere Fraktion eingebracht hatte, eine scharfe Kritik an den Paradise Papers, also an den Briefkastenfirmen, die nun mal identisch mit der Steuerhinterziehung sind. Ich zitiere Herrn Holm, hier liegt das Problem, nämlich in der zu hohen Steuerbelastung für Superreiche in Deutschland. Hier liegt das Problem und nicht woanders. Ich zitiere weiter. Wir brauchen Paradise Papers auch für Otto-Normalbürger und Otto-Normalunternehmer. Daraufhin gibt es den Zwischenruf von
Herrn Zimmermann von der SPD. Wir können nicht alle in die Schweiz ziehen und von Herrn Hofreiter die kleinen Leute hinterziehen. Keine Steuern. Dem schließe ich mich an. Deswegen habe ich Ihnen das gesagt, und davon kommen Sie nicht los. Nach unserer Geschäftsordnung gibt es jetzt nicht die Möglichkeit der Erwiderung. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union auf Drucksache 9741. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 7423 mit dem Titel Für eine europäische Grundwerteinitiative. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Unter Buchstabe B empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 7436 mit dem Titel Für wehrhafte Demokratien in Europa, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in den Mitgliedsländern der EU stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die FDP-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. So, ich bitte, die entsprechende Ordnung hier im Saal herzustellen und die Abstandsregeln auch in den hinteren Reihen der AfD-Fraktion wie auch hinter der Unionsfraktion entsprechend einzuhalten. Es gibt übrigens keinen Grund, in Bereitschaft zur namentlichen Abstimmung hier im Plenarsaal zu stehen, weil wir werden entsprechend der Übung, wie wir das in den letzten Wochen schon gehandhabt haben, die folgenden namentlichen Abstimmungen außerhalb des Plenarsaals vornehmen. Also ich bitte nochmals, die entsprechenden Regeln einzuhalten und außerdem Gespräche, wenn sie denn notwendig sind, mit dem entsprechenden Abstand kann man außerhalb des Plenarsaals führen und muss damit nicht unsere Verhandlungen hier entsprechend stören. Wir kommen zum Zusatzpunkt 4. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19.129 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich komme nun zurück.